Moin Leute und willkommen zum 18. Vlog. Heute dachte ich, mache ich mal ein kleines Tag-Video. Habe ich ja bisher noch nie gemacht. Und zwar hat mich die Inchilinti angeschrieben, ob ich nicht mal ein Essens-Tag-Video machen könnte. Ihr könnt übrigens auch auf Inchilintis Kanal mal vorbeischauen, denn sie hat auch ein paar vegane Rezepte dabei. Das sind jetzt sozusagen 19 Fragen, wenn ich mich nicht verzählt habe, zum Thema Essen, die ich jetzt einfach in diesem Video beantworten werde. Okay. Los geht's. Vlog. Für welche Eissorte würdest selbst du eine Stunde an einer Eisdiele warten? Also vorausgesetzt natürlich, es ist vegan. Für Zitroneneis würde ich wahrscheinlich etwas länger warten, aber eine Stunde? Nee, ich glaube, dafür wäre mir meine Zeit irgendwie doch zu schade. Dann hole ich mir lieber irgendwo anders was zu trinken, glaube ich. Mit welchem Getränk fängt die Stimmung bei dir an? Bei Getränk und Stimmung denke ich jetzt gleich an Alkohol. Ist jetzt die Frage, ob damit auch nur alkoholische Getränke gemeint sind. Also wenn ja, muss ich sagen, trinke ich ziemlich selten. Aber wenn, dann am liebsten Rotwein oder Likör. Und ja, bei allem anderen, also meistens trinke ich Wasser. Und ansonsten stehe ich total auf die Nau-Produkte, also Nau-Cola, Zitrone, gibt es jetzt Birne, Hopfen, gibt es jetzt neu, glaube ich, also alle möglichen Sorten davon. Ja, mag ich total gerne. Aber trotzdem trinke ich, glaube ich, am meisten Wasser. Bei welchem Essen kannst du einfach nicht aufhören zu essen? Das wäre, glaube ich, Kartoffelbrei mit Spinat oder China-Pfanne mit Tofu und Glasnudeln. Welches Obst überlebt noch nicht mal eine Stunde in deiner Obstschale? Welches Obst liebst du? Ja, auf jeden Fall Orangen mag ich am liebsten, auch wenn eine Stunde jetzt nicht ganz hinkommt. Ein bisschen länger überleben die dann schon noch bei mir. Was ist dein persönliches Must-Have-Gemüse? Also Möhren habe ich immer zu Hause. Die passen, finde ich, auch fast überall dazu. Also in jede Suppe, Kartoffelpfanne, Nudelpfanne, in jedes Curry. Ja, könnte ich eigentlich immer Möhren reinmachen. Und mache ich ja auch. Lecker Nudeln. Welche Nudelsorte besucht am meisten deinen Kochtopf? Also eigentlich ist es mir egal, welche Form die Nudeln haben. Hauptsache es sind Nudeln. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich, glaube ich, Spiralis nehmen. Romantisch essen gehen. Für welches Nationalitätenrestaurant würdest du dich entscheiden, auch wenn es nicht unbedingt romantisch sein muss? Also am liebsten gehe ich in China-Restaurants. Wenn es romantisch sein soll, dann lieber zum Italiener. Und da ist es auch, glaube ich, einfacher mit dem veganen Essen, also Spaghetti al Olio zum Beispiel. Wasser, magst du es eher spritzig oder ruhig? Aus der Leitung. It's coffee time. Wofür würdest du dich am liebsten entscheiden? Kaffee trinke ich ja überhaupt nicht, deswegen wahrscheinlich eher Kakao oder Tee. Und wenn es Tea Time wäre, welche Sorte ist bei dir der absolute Renner? Also da mag ich am liebsten Fenchel oder Kamille. Ja, ich weiß, das trinken viele nur, wenn sie krank sind, aber... Was macht dich beim Essen aus? Deine Essgewohnheiten? Ich esse schnell und gerne beim Fernsehen oder eher bei YouTube. Dann kaufe ich zu wenig. Manchmal esse ich einen ganzen Vormittag gar nichts oder auch einen halben Tag, besonders wenn ich Frühschicht habe. Und manchmal esse ich auch viel zu viel auf einmal. Also ich glaube, ich mache da so ziemlich alles, was man eigentlich nicht machen soll. Magst du es morgens eher süß oder doch eher herzhaft? Ich esse eher herzhaft und morgens kann ich auch schon warm essen, also zum Beispiel die Reste vom Vortag oder so. Wie isst du zu Abend? Was ist dein absolutes Muss? Am liebsten esse ich abends warm. Also genau genommen würde ich am liebsten immer warm essen. Naja, und wenn man nicht, dann Brot mit veganem Aufstrich, Tomaten, Zwiebeln und Salat. Keine Lust zu kochen? Was bestellst du dir am liebsten in einer Pizzeria? Zum Beispiel eine Pizza Quattro Formaggi ohne Käse. Ich bestelle mir eigentlich nie was in der Pizzeria. Ich würde mir eher die Pizza alleine machen. Außerdem keine Lust zum Kochen. Das kommt nicht vor. Was bestellst du bei McDonald's oder Burger King? Nächste Frage. Deine Nerven sind angespannt. Wie wär's mit Schokolade? Aber welche ist deine Liebste? Zartbitterschokolade, wenn sie vegan ist. Und ich achte auch oft zumindest auf das Fairtrade-Siegel. Was ich nicht mag, ist, wenn da irgendwelche anderen geschmacksgebenden Zutaten drin sind, wie zum Beispiel Chili-Schokolade. Chili mag ich sonst gern, aber nicht in Schokolade. Und diese Schokoladen mit irgendwelchen Füllungen sind auch nicht so mein Ding. Süßigkeiten lieben doch einfach alle. Welche stehen bei dir ganz oben auf der Beliebtheitsliste? Am liebsten selbstgebackene Schokoladenkekse. Okay,
Gummibärchen auch, wenn sie vegan ist. Die muss ich halt immer bestellen, weil es hier keinen Supermarkt oder sowas in der Art gibt, wo man die kaufen kann. Und deswegen gibt es die relativ selten, also vielleicht zweimal im Jahr oder so. Egal wie fettig, welcher Pommessorte verfällst du auf den ersten Blick? Keiner. Also vor einiger Zeit hatten wir mal einen richtigen Jeeper auf Pommes und haben deswegen mal eine Packung TK-Pommes gekauft. Dabei ist es dann auch erstmal geblieben. Wirklich anmachen würde mich nochmal selbstgemachte Pommes aus echten Kartoffeln. Aber ansonsten esse ich Pommes eigentlich nur, wenn es überhaupt nichts anderes gibt und ich bin irgendwo unterwegs. Aber wirklich, dass mich eine Sorte richtig anmachen würde oder dass ich mich auf Pommes stürzen würde, das ist, glaube ich, ziemlich lange her. Was ist dein Lieblings- und welches dein Hassgewürz? Chili, darf ich auch zwei nennen, Muskatnuss und Kümmel. Und das andere ist zwar eine Gewürzmischung, aber Garam Masala. Ja, das war's auch schon wieder. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat und ob ich solche Tag-Videos vielleicht öfter machen soll und vielleicht auch gleich, welchen Tag ich unbedingt mal machen soll. Dann danke fürs Einschalten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.